Wir haben noch 20. Alter, fährt er langsam. Wir haben noch boah, da muss ich krass 20 Ausweichmanöver. Ich. Oh, du. Das ist nicht sein Ernst. Das ist. Nein, oder was ist jetzt? Nein. Alter, ich war so viel schneller als er. Ich bin 11. Platz. Er hat mich kurz gedreht. Das war jetzt nicht so ja, okay, schlimm, dann wenn wir noch 11. Natürlich. 11. ist aber noch okay. Also da sah ich überhaupt nichts. Dachte jetzt, du bist schon wieder raus, ganz raus. Nee. Aus der Strecke. Jetzt schon. Ey, das kann nicht sein. Ja, was? Die fahren so langsam. Nein, oder hör doch auf. Ficken, was habe ich für Pech in dem Rennen? Was bin ich so ungeduldig? Die sind so. Aber du hast doch 20 Runden. Die machen so viele Probleme, ja, ich weiß. 20 Runden, du darfst echt nicht so hektisch machen. Ich habe das gerade ja noch gesagt, weil ich habe das damals auch so gemacht. Darf man nicht machen. Bottas jetzt wieder hinter mir. Na, das ist jetzt auch gerade nicht passiert. Also das war diesmal, ich sag, es war nicht meine Schuld, weil ich war an ihm schon längst vorbei. Hab halt früher gebremst als er und er ist mir hinten drauf gefahren und dadurch hat er mich rausgekickt. Ja. Aber wie gesagt, man muss echt ruhig. Klar, wenn das aber war jetzt nicht deine Schuld, aber schuld. Nichts Schlimmes passiert. Bottas, wie gesagt, jetzt wieder hinter alles mir. Drin. Hat gelbe Reifen. Der fährt halt jetzt nur noch einmal in die Box. Ich fahr noch zweimal. Ich fahr auch nur noch einmal in die Box. Aber das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich fahr gute Runden. Er hat mir gerade vorgeschlagen, dass ich weiß nehme danach und dann nur einmal fahre. Aber auf weiß habe ich überhaupt keinen Bock. Das habe ich gekonnt abgelehnt. Und ich sehe dich da schon auf der Map. Ja, ich war gerade das zweite Mal in der Box. Ach, warst du schon? Ja. Also du musst jetzt nur noch einmal, stimmt, hast du ja gerade gesagt. Der Bottas hat aber auch gelbe, ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt, glaube ich. Bin gerade richtig verwirrt. Die Runde war aber schon wieder nicht so geil. Habe ich schon wieder so schlechte Reifen oder was ist das? Es geht. Also bei mir war rot irgendwie so, dass es war. Also war natürlich auch dadurch, dass ich halt mich gedreht habe und so, dass schneller Verschleiß, aber die Roten haben echt gut abgebaut. Ich hoffe, die Gelben halten lang. Halten vielleicht sie, kann ich ja sogar durchfahren. Wenn die Gelben lang halten, kann ich sogar durchfahren. Aber ja, das ich glaube nicht, dass ich jetzt 19 Runden auf Gelb. Aber Gelb hält wird schon lang. Also ob es jetzt 19 Runden, glaube ich auch nicht. Aber sie halten schon relativ lang. Vielleicht kann ich ja statt Gelb 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 Rot nochmal fahren. Das könnte klappen. Ja. Wäre sehr schön. 13 bis 16. Dann gehen wir. Gehe ich 14 oder ja 15 eher. Runde 15 wahrscheinlich in die Box. Ich stelle mal wieder zurück. Ich will nicht mehr fett fahren. Mal wieder zurück. Das stimmt, das wobei, ne, das mache ich, wenn ich überholen muss, dann wenn ich schneller bin als die, dann stelle ich auf fett. Ja, ich habe von fett wieder zurückgestellt, ja. Weil ich hatte wieder ein bisschen was über, natürlich, ich habe ja auf mehr gestellt, aber jetzt brauche ich es gerade nicht und so viel habe ich doch nicht mehr. Noch plus eine Runde ungefähr. Ja, plus 0,8 oder so. Aber ich hol die auf jeden Fall nicht so schnell auf. Du fährst echt gute Runden. Deswegen habe ich auch Hoffnung. Was für Reifen hast du gerade? Rot. Rot. Ja. Ja. Ich mach nochmal rot und dann nochmal gelb. Oder so. Ich glaube, das. Das heißt, du gehst jetzt noch zweimal ja in die Box. Das ist ja das Problem. Deswegen muss ich Abstand gewinnen hier. Ich habe noch zwei Boxenstops, so wie das geplant ist. Wie Abstand hast du zum zweiten? Zum zweiten weiß ich noch nicht. Warte mal. Fahr da hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 40,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,3. Okay, er ist 42 Sekunden hinter mir. Alter, das ist ja locker. Sie haben gesagt, sie fahren mit weichen Reifen und er wird noch einen Stopp wahrscheinlich machen. Haben wir ja auch gesagt. Das ist ja relativ klar. Und ich werde halt zwei machen, aber wenn ich das trotzdem gut hinkriege. Okay, das Boxenstopp-Fenster
Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Boxenstopp-Fenster wäre offen für mich. Wann gehst du wieder? Spät, ne? Sehr spät. Sehr spät. Also. Ich habe noch zwei. Ich muss jetzt so kalkulieren, dass ich jetzt gehe und dann nicht genau zum gleichen Zeitpunkt wie du. Also ich fahre noch ein, zwei Runden fahre ich noch mit den Reifen. Ich hole halt pro Runde richtig viel auf noch zum zweiten. Deswegen will ich das einfach so mal. Ich werde jetzt gerade hier wieder aufgehalten von Leuten, die ich überholen muss. Ich sehe es. Aber ist gut. Extrem langsam fahren. Ist gut, wenn du überholen musst, ist gut. Du kannst ja auf mich warten, dann müssen sie Platz machen. Nee, da verliere ich viel zu viel Zeit. Mach's lieber vorsichtig so, jetzt hier mit der S dran vorbei. Ich kann kein DRS machen, steht gerade da. Ich habe Probleme mit dem Heckflügel. Das ist mies. Aber ich meine, du bist erst, das ist nicht so schlimm. Ja, ich muss halt noch zweimal in die Box, das fuchst mich halt, dass die nur einmal gehen. Das ist so viel Abstand, das ist egal. Meinst du? Ja. Du bist immer noch dann 20 Sekunden vorne oder so. Ja, mit einem Boxenstopp. Nee, mit beiden. Beiden. Noch ja, die müssen ja auch noch einmal. Ja, stimmt. Leider einmal müssen sie noch. Ja, stimmt. Ich bin, ja. Ja, okay, dann. Ich mache mir dann keine Bedenken. Danke fürs Aufmuntern. Oh, lol, ich werde fast raus. Ich flieg fast raus. Oh Gott. Ich fahre lieber in die Box. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich habe mich fast rausgedreht. Es war gerade richtig crazy. Bisschen Zeit verschwenden. Ich fahre jetzt an die Box. Normal müssen sie mir einen Heckflügel wechseln. Weiß ich nicht, ob sie es machen. Nee, Heckflügel kann man nicht machen wechseln. Machen sie nicht. Nee. Und was ist dann? Ich habe Probleme damit. Einfach nicht. Ja, das reparieren die vom Kommandostand aus. Nee. Das dauert. Ach so, das machen sie während dem Rennen. Ja. Okay. Ein Boxenstopp habe ich noch mit der Strategie. Perfekt. Jetzt habe ich wieder rote Reifen, nachher gelb. Okay. So, jetzt habe ich wieder den vor mir, der mich gerade rausgerammt hat. Mit Schwein. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass ich jetzt schon an die Box bin. So, weil, musst du nicht so viel überrunden. Genau, sonst hätte ich jetzt alle vor euch gehabt, vor mir gehabt. Ihr wärt jetzt alle vor mir gewesen. Und das ist echt keinen Bock drauf. So, spät angebremst, innen reingestochen und überholt. Alter, aber von Hamilton sieht man noch nichts im Rennen. Was war jetzt bei mir? War bei dir irgendwie voll laute Lüftung oder so, keine Ahnung. Ja, ist vielleicht vom PC, weil es eben auch ein bisschen zu heiß ist. Wenn ich irgendwann mal Hamilton sehe, sage ich dir Bescheid. Ich habe vor, den noch irgendwann im Rennen zu sehen. Das ja, das ist auch mein Plan, eigentlich. Wenn ich so weit komme, dass ich so... Er war ja Platz 12, also er wird vielleicht jetzt Platz 8 oder besser sein. Ich weiß nicht, es wäre ganz geil, wenn du ihn siehst, ja. Es wäre ganz nice. Mir ist gerade Platz 16. Okay. Ist krass, dass man ihn noch nicht sieht. Ich dachte, er holt echt richtig auf, aber er fährt bisher nicht so geil. Okay, neue Runde. Vielleicht eine schnelle Runde. Jetzt ist ja überhaupt keiner vor mir. Überhaupt keiner. Wenn ich genauso gut fahre wie bisher, dann hole ich wieder richtig auf. Also mache ich wieder richtig Zeit. Ich habe gerade bei mir die ganze Zeit welche, die ich überholen muss. Das stresst. Das glaube ich dir. Da muss ich immer aufpassen. Ey, die bremsen so hart. Ja, wie gesagt, du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit. Zack, zack, DRS und dran vorbei. Lieber in den Kurven sein lassen und dafür nachher überholen. Auf den Geraden. Weil so viel Zeit muss sein. Ja, das ist halt einfach wirklich so. Muss ich die Zeit trotzdem nehmen. Das Auto ist nicht so krass, dass man einfach so dran vorbeikommen kann. Ist zwar schneller, aber die Kurve kommt halt auch und die Kurve ist gefährlich. Kurve ist echt gefährlich. Ich hab zu Bottas jetzt 30. Als ich raus bin, waren es glaube ich 22, jetzt schon wieder 30. Ja, der PC. Ja, der PC. Das ist vom PC, ja. Ich höre es gerade auch.
Sorry, das Mikro ist halt so fast darüber, weil der PC eigentlich ziemlich leise ist. Aber das ist gerade echt ultra heiß. Palmer, mach jetzt keinen Scheiß, ich lass mir extra Zeit. Aber mach jetzt keinen Break-Test oder so. Break-Test, ja. So, danke sehr. Perfekt. Wie viel da? 14. Okay, ja. Nice. Ich sehe die ersten, was ich überrunden muss, leider. Leider doch nicht mehr so viel Platz vor mir. Da hinten fährt Platz 20 gerade die Kurve lang. Ich habe halt pro Runde gerade ein bis zwei Überholmanöver, das ist halt echt stressig. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, du hast noch genug Zeit, dass du hier alle schön aufholst und ja, hier noch vielleicht sogar hinter mich kommst auf Platz 2. Und dann ja, hast du ein bisschen Abstand von mir und dann kannst du noch ein paar geile Runden fahren, dann kannst du dich noch ein bisschen von Platz 3 absetzen. Das wäre alles eigentlich möglich. Alle müssen noch einmal an die Box, ja, oder? Normal müssen alle nochmal. Perfekt. Ich glaube, ich auch. Also, doch. Ja, auf jeden ja, du auch. Also, du musst halt nur gucken, auf welche du wechselst. Ob du tatsächlich nochmal mit Gelb fahren willst oder auf Rot wechselst. Ich habe gerade Platz 20 überrundet. Ja, das ist tatsächlich gerade die Frage, ob ich Gelb oder Rot. Aber ich glaube, ich schaffe Rot. Eigentlich schon. Wie viele Runden bist du auf Rot gefahren? Lass mich überlegen, von 7 zu 14. Aber 7 Runden. Du hattest doch auch Qualifying im Rennen. Ja, ja, ich meine ja, also bis Runde 7 und von 7 auf 14, also immer so 7 Runden. 7 Runden, dann kann man sie schon mal wechseln. Also es geht zwar auch noch dann weiter, aber ja, nach 7 Runden hatte ich jetzt ungefähr 25-30%. Boah, das... Auf den Roten. Nein, Alter, diese Kurve. Es ist doch der Hammer. Also ich fahre die Roten. Was ist? Du bist nicht raus. Ach komm. Ach nee, ich sehe dich da vorne auf der Map. Diese eine Kurve, ne? Ich sehe dich da auf der Map. Die war im Training absolut kein Problem. Also ich fahre jetzt seit Runde 14 drei Runden und habe 10% ungefähr auf einmal. Die haben eine neue Strategie. Wow. Sind die behindert? Verstanden, geht in Ordnung. Die haben mir gerade vorgeschlagen, anstatt dass ich in Runde 20 auf Gelb wechsle, haben sie eine neue Strategie und zwar wechsle ich in Runde 19 auf Gelb. Wir sind bei extra Benzin. Crazy, ne? Oh, ich hasse diese Kurve. So Leute, wir sind höchstwahrscheinlich schon in Folge 2. Da kann ich auch nochmal ganz kurz anmerken, dass am Samstag auf meinem Kanal, nicht auf Jans Kanal, auf meinem Kanal ein Stream kommt zu F1. Da werden wir ein bisschen fahren, vielleicht auch mit Zuschauern mal gucken. Würde mich freuen, wenn ihr da auf meinem Kanal mal vorbeischaut. Und du warst gerade in der Box, habe ich gesehen. Ja. Wegen Frontflügel oder allgemein? Wegen Frontflügel. Jetzt musst du aber nicht mehr, ne? Du hast jetzt auf Gelb gewechselt. Ja, jetzt muss ich nicht mehr. Jetzt musst du nicht mehr, du. Jetzt bitte keinen Unfall mehr bauen. Ey, diese Kurve beim Rausbeschleunigen, ey. Weißt du, ich will da am Gegner nah dran sein, hab zwei vor mir gerade, denke ich so, okay, aufs Gas, zack. Und du hast halt auch keine Chance mehr, weil daneben ist halt Sand oder so ein Zeugs. Du hast keine Chance mehr, dich zu retten. Wenn du da halt rausgehst, das ist verloren. Das stimmt. Aber ich würde dich jetzt echt gerne bitten, ganz ruhig die anderen zu überholen. Weil du bist jetzt wieder Letzter. Oder fast Letzter, nicht ganz wahrscheinlich. Doch, ich bin gerade 20. Du bist 20. Okay, krass. Also, klar müssen ganz, ganz viele noch an die Box. Aber. Ich habe doch die Zeit, Hälfte des Rennens. Es ist halt trotzdem. Hälfte des Rennens und ich muss nicht mehr an die Box. Es ist halt trotzdem, ne? Also. Ja, ja. Wenn jetzt nochmal sowas passiert, nein, jetzt, das darf, dann jetzt hast du ein Problem. Das sind noch die Anfängerfehler des zweiten Fahrers hier. Das ist alles noch nicht tipptopp. Also ich fahre gar nicht so schlecht. Ich habe keine beste Runde. Du hast, glaube ich, echt... Doch, ich habe eine beste Runde gehabt. Doch, ja, doch, in zweimal. Aber es geht auf jeden Fall. Ich fahre echt nicht so oft gute Runden.
Das war in China auf jeden Fall definitiv besser. Es fahren gerade auch echt recht viele an die Box, sehe ich. Es sind schon ein paar jetzt von der Box rausgefahren, die ich einfach überholt habe. Crazy. Aber ich muss sagen, die Bots fahren auch nicht so geil und ich mache halt keine Scheiße gerade. Ich halte mich auf der Strecke. Klar, ein, zwei kleine Fehler, aber ich halte mich auf jeden Fall auf der Strecke. Ich bin ansonsten bis auf meinen, also zwei von den drei Fehlern oder zwei von den drei Crashs, die ich hatte in dem Rennen, habe ich selber verursacht. Und ansonsten bin ich aber mit meiner Leistung absolut zufrieden. Du müsstest halt echt aufholen, weil du fährst eigentlich gut. Das muss ich echt sagen, aber ist halt scheiße, ja, wenn man immer ein bisschen rausfliegt. Wenn ich auffahren kann, dann jetzt gerade fahre ich, hole ich auch immer gut auf. Bottas war auch wieder in der Box, hat auf weiß gewechselt, sehe ich. Also sie sind jetzt alle jetzt in der Box. Alle jetzt in der Box. Ich habe noch ein bisschen, bis ich in die Box fahre. Ist eigentlich voll scheiße. Weil jetzt überrunde ich alle und dann sind gleich, bin ich gleich in der Box und dann können wieder alle neu überrunden. Auf was wechselst du? Gelb leider nochmal. Aber das geht schon, ich will nicht nochmal wohl. Das wäre ein bisschen riskant wahrscheinlich. Weiß es nicht. Bist du schon was anderes außer Rot gefahren? Ja, dann musst du auf jeden Fall auf was anderes fahren. Ich habe mein Box. Ich bin nicht mehr letzter. Mein Boxenstopp-Fenster hat sich gerade geöffnet. Also es fahren echt gerade viele an die Box, ich überhole gerade alle. So gefühlt an der Box. Ich habe echt wenige so überholt und habe jetzt schon Platz 8 oder so überrundet. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wo Hamilton ist, weil ich habe, wie gesagt, die an der Box überrundet. Vielleicht war er an der Box oder vielleicht ist er noch vor mir. Kein Plan. So, ich bin Platz 16. Okay, komm. Ruhig, langsam, aber überholen. Du hast noch 9 Runden. Ich bin nämlich schon in Runde 20. Du bist Runde 20? Ja. Also hast du mich auch überrundet? Ja, als du in der Box warst. Ah, okay. Stimmt, ja, logischerweise, wenn du Platz 8 überrundest. Ja, ja, okay. Ja, natürlich. Nichts gesagt. Muss ja eigentlich so sein, ne? Ja, wie gesagt, Das bedeutet für mich, ich kann auf Fett stellen und kann sogar auf minus eine Runde gehen. Voll gut. Danke, dass du es mir gerade nochmal gesagt hast. Das heißt, ich kann jetzt richtig Plätze gut machen. Die wollen, dass ich diese Runde in die Box komme, mache ich aber nicht. Ich fahre erst nächste. Ja, du musst, wie gesagt, also du musst es schon so einplanen, dass du auf jeden Fall in die Punkte kommst. Ist möglich, ist auf jeden Fall möglich. Ich fahre gerade durchgehend grüne Sektorzeit. Das ist richtig gut. Hamilton auf 3. Oh. Hamilton ist dritter und Bottas zweiter. Das ist ärgerlich. Wir wollten doch eigentlich, dass wir hier für Ferrari ganz viele Konstrukteurspunkte holen. Und Hamilton, jetzt sehe ich es hier. Ja, kacke, ne? Du kannst ihn nur aufholen, also unmöglich ist es nicht. Wenn du echt gut fährst, im Gegensatz zu seinen Runden, fährst du besser, gell? 2 Sekunden besser, glaube ich, als er, wenn du halt keinen vor dir hast. Also ist alles noch möglich. Ich fahre gerade 1,35er Zeiten. Also lang dauert es nicht mehr, dann überhole ich hier Hamilton bald. Ich habe gerade zu Bottas einen Abstand von 1,15. Alter. So krank einfach. Fast eine Runde jetzt. Ey, gerade sind irgendwie so 5 Autos oder so erst vor mir. Ja, gut. Das wird schwer, die zu überholen. Aber gut, du schaffst das auf der Geraden oder irgendwie so. Vor mir jetzt Platz 6, den ich jetzt gleich überrunde. Ey, mach hier nichts zu. Alonso, was hast du für einen Auftrag? Hamilton jetzt auf der Startzielgeraden. Das ist weiß. Hamilton ist jetzt auf der Startzielgeraden und ich fahre jetzt in die Box. Ist der doof, der Typ. Also wenn du dich ranhältst, schaffst du das. Jo, also ich krieg jetzt nochmal gelb und dann war's das. Fertig, los jetzt. Ich fahre jetzt noch 7 Runden mit gelben Reifen. Alonso ist so ein Arschloch.
Also ich werde die wahrscheinlich nicht mehr einholen jetzt, weil ich bin ja jetzt an der Box gewesen. Jetzt kann ich wieder den ganzen Rest einholen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Nach dieser Runde fahre ich dann jetzt auch auf Fett wahrscheinlich noch. Erstmal die gelben Reifen einfahren. Oh, da bist du ja. Hi. Was? Wo bist du? Zwei vor dir. Vielleicht kann ich die müssen aufhalten, weil die müssen mir ja Platz machen. Ja. Das wäre cool. Aber er macht einfach keinen Platz. Kein Problem. Bleib einfach vor mir. Alter, ich war ja gerade. Bleib einfach vor mir. Du hast zwar blaue Flagge, aber kein Problem. Ah, jetzt. Ich halte ihn auf in der Kurve hier. Ein bisschen abgebremst. Ja, ich bin an ihn dran. Wir gehen in der nächsten Kurve. Also ich habe echt sau viel Zeit. Also normal könnte ich jetzt echt dir ein bisschen helfen. Wenn es funktioniert. So, hier muss ich nochmal vom Gas runter. Oh, der hat sich teleportiert gerade bei mir. Nice. Junge, aber du bist Zehnter, ne? Ich bin Zehnter, ja. Na, ist das schon mal ganz geil. Du musst nicht mehr in die Boxen, ich auch nicht mehr, das ist auch ganz geil. Der jetzt ein bisschen helf. Der muss mich vorbeilassen, komm. So, ich stell mal wieder auf Fett. Oh, ich muss bremsen, scheiße, war das knapp. Ich habe ein bisschen zu spät gebremst, dadurch, was ich hier noch was verstellt habe. Das kenne ich zu gut. Oh, du holst ihn aber richtig auf wieder. Ja. Oh, du bist richtig an ihm dran. Oh ja. Muss schon vom Gas runtergehen, yes. Aber... Okay, ich fahre jetzt aber jetzt wieder normale Runden. Oh ne, wenn du jetzt hinter mir bist... Alter, ich bin in dem Sektor eine Sekunde schneller fast. Wenn du jetzt hinter mir bist, dann könnte ich eigentlich... Du musst mal Gas geben, nicht, dass ich zu dicht hinter dich bin. Dann könnte ich die echt ein bisschen... Ja, nicht ausbremsen, aber halt ein bisschen den Kurven verlangsamen. Ich kann auch normal fahren, dann... Aber, ne, das wäre eigentlich gar nicht so kacke. So, also Platz 9 hier, ne? Den musst du auf jeden Fall verteidigen. Auf jeden Fall. Na, ich komme ja noch weiter nach vorne. Ich muss ja nichts verteidigen. Ja, eben, das schon, aber den darfst du nicht mehr verlieren, das meine ich. Nein, mach ich nicht. Aber das hier sind die ersten Punkte. Ich hab den aufgehalten müssen, ein bisschen. Hab's gesehen, der ist richtig langsam, mich überholen. Ja, die neue Taktik. So ultra den Kloß im Hals gerade stecken, das ist gerade richtig unangenehm. Ich kann gar nicht mehr reden. Ja, dann geht ich, Leute, dann... Ui. Übernehme ich das jetzt mal. Eine Minute habe ich Abstand zu Bottas. Und wenn ich das jetzt so weitermache, dann kannst du ein bisschen was aufholen. Also das war jetzt gerade richtig geil, dieses Überholmanöver. Ah, ja, so ich wäre gerade fast gestorben. Echt? Uiuiui. Ja. Das wäre nicht geil gewesen. Boah. In der Aufnahme gestorben. Boah. Wasser Scheiß. Das ist echt krass. Aber das war gerade echt geil, wie einfach langsam war wegen mir und dann kann es da mal vorbeiziehen. Das muss man öfter machen. So langsam merke ich den Reifenverschleiß. Ich bin ja schon relativ lange auf den gelben unterwegs. Also es geht aber schon weiter, aber also war damit locker durch. Da ist keine Gefahr, aber merkt, dass sie jetzt nicht mehr neu sind. Jo, das ist nicht so geil. Gott, Hilfe. Also, Bottas wird nicht schneller. Der Abstand bleibt auf jeden Fall. Wenn ich es echt hinkriege, dass ich dir dadurch ein bisschen noch helfe, dass ich jetzt direkt vor dir bin, wäre das eigentlich ganz witzig. Ich muss den genau in der Kurve überholen, das ist ganz gut. Dadurch muss er richtig runterbremsen. Oh ja. Jo, bin mit dran vorbeigekommen. Diese Taktik einfach, als ob.
ich bremse halt echt ultra langsam in den, ich werde halt ultra langsam in den Kurven extra, damit er halt auch ultra langsam werden muss. Oh shit! Was, Hilfe, Hilfe, ich fahr ein bisschen weg. Alter. Ist kein Problem, ich kann Zeit verschwenden. Ich hab's gemerkt, dass ich ein bisschen früh gebremst habe. Kein Problem, ich lass dich super gerne vor. Warte, du musst mich aber nochmal überrunden, weil ich bin jetzt auf minus 34 Runden. 34? Was? Minus 0,34. Ja, ja, ich dachte schon. Weil, ja, ja, kein Problem, das machen wir schon. Auf der Geraden oder irgendwo. Ja. Auf der Geraden, okay. Fahr ja, einfach, fahr einfach. Platz 7. Gib Gas. Okay, jetzt fahren wir gute Runden. Holen die anderen ein, okay? Das ist der Plan. Machst du damit? Da mache ich mit. Wie geil das gerade ist. Direkt hinter mir. Und ich habe halt echt. Oh, ich kann aber nicht mehr so schnell fahren. Ich habe einen gelben Frontflügel wegen dir. Also nicht wegen dir, aber ich habe ihn an dir ja. Gelb gefahren. Ja, schade. Aber es ist echt, ich habe halt immer ein bisschen früher gebremst und das hat echt gut funktioniert. Wenn wir jetzt die nächsten sehen würden, aber die sind noch weit weg, glaube ich. Zwölf Sekunden der Platz vor dir. Ja. Komm, den müssen wir kriegen. Das Team. Das. Oh Gott! Alter! Hast du es gesehen? Ja. Richtig kacke. Das Ferrari-Team hier. Das hier zusammen überholt. Ah, da sehe ich schon die ersten. Die sind gar nicht so weit weg. Drei Stück. Also zwei kriegen wir. Den dritten wird ein bisschen schwierig. Ja, okay, zwei wird auch schwierig. Es wird alles schwierig. Wir haben nicht mehr so viele Runden. Ja. Wir haben noch diese und noch zwei. Das ist echt wenig eigentlich. Alles für die Points. Vielleicht musst du jetzt richtig aufs Gaspedal nochmal treten und versuchen, die auszubremsen. Ich probiere alles. Ich ziehe dir jetzt hoffentlich weg und hol die ein. Aber der taktische Spielchen, die, also sowas gibt's aber ja auch im echten Format. Echt? Macht die das auch? Naja, also ich sag mal so, also da wird schon, dass der, also jetzt nicht im Überhol, also nicht nicht durch Überrunder, das vielleicht nicht, aber tatsächlich Leute, die ganz normal überholt werden und so, um irgendwie ein bisschen mehr Zeit für den Boxenstopp oder so rauszufahren, wo dann fährt der Führende oder der, der den anderen ausbremsen soll, halt ein bisschen langsam, das ist tatsächlich so. Okay, ja, ich steige mich jetzt mal an, dass ich hier noch gute Runden fahren könnte, um die hier einzuholen. Wie viel ist er von dir noch entfernt? Sag, wenn es da steht, einfach. Kannst ja. Noch warten. Hier ist der nächste Ding. Oh Gott, nein. Bei manchen Kurven hau ich es jetzt gerade raus, ne? 9 Sekunden. Okay, ja, da musst du nur ein bisschen Gas geben. Scheiße, Mann, das ist nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich bin mit den Reifen und mit dem Frontflügel ist nicht mehr so schnell. Ich habe halt ultra viel Abstand zu Bottas, also den, ich könnte mir echt Zeit lassen, aber ich muss die einholen. Ich komm echt schwer hinterher gerade. Also einen sehe ich jetzt, aber die anderen sind noch ein bisschen weiter. Ich sehe sie auf der Map, aber sie sind noch ein bisschen weiter weg. Perez, Platz 6 ist hier vor mir. Jetzt ziemlich nahe. Komm. Den willst du. Ja, den will ich. Ich hole ihn dir. Sehr gut. Komm, ich muss ihn in der Geraden überholen, in der Kurve ausbremsen, aber ich schaff's nicht, ich komm nicht vorbei in der Geraden. Oder doch. Zieh, Junge, zieh, Ferrari, ja, ich hab ihn. Ich bremse richtig aus jetzt. Ich bremse richtig aus.
Komm, 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 komm. Nein, ich habe auf die Map geguckt. Ich habe ihn ein bisschen verbremst. Wie ein Troll. Wer wollte gerade an mir vorbeiziehen wieder und dann habe ich voll Gas gegeben, dann konnte er nicht. Komm, 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 komm. Nee, jetzt will er wieder vorbeiziehen. Junge, ich bin hier blaue Flagge und so. Hallo, er zieht einfach mir vorbei, alles klar, kein Problem. Aber ich hole ihn mir wieder in der Kurve. Er rammt mich. Hey, was macht er denn? Ah, hi. das ist so geil einfach. Nee. Jetzt drück auf die Soll Kurve. Ich? Okay. Ah, yeah. Ich geb Gas. Du hast ihn nochmal richtig weggerannt. Oh Mann, okay, mehr geht leider nicht, Leute. Das wollte ich gar nicht, aber ich konnte nicht stärker bremsen. Also mehr geht nicht, mehr kriegen wir nicht. Sechster Platz. Sechste. Nach so vielen Geschehnissen, nenne ich es mal, ist es ganz okay. Den anderen, der ist viel zu weit weg. Da habe ich gerade viel zu viel Zeit verschwendet. Aber es hat funktioniert, Leute. Daumen hoch für diese Aktion. Hier mal. Das ist richtig geil. Daumen hoch für diese Aktion. Das war ja echt witzig. Also ihr könnt das jetzt auch aus beiden Sichten. Ich habe, glaube das noch nicht gesagt jetzt. Ihr könnt das super, super gerne, wenn ihr wollt, aus beiden Sichten mal angucken. Diese frische Aktion hier. Auf Jans Kanal und auf meinem. Kann man mal machen, ne? Und das ist übrigens die letzte Runde jetzt. Das ist die letzte Runde. Und ich habe natürlich ein bisschen Abstand verloren, aber ich habe richtig viel Abstand noch zu Bottas. Wir haben jetzt zwar nicht Platz 1 und 2, aber das ist auf jeden Fall okay. Es ist auf jeden Fall okay. Es ist schon insgesamt vom Team her das beste Ergebnis, was wir bis jetzt eingefahren haben. Ich meine, Australien haben wir beide keine Punkte bekommen. Du hast China gewonnen. Ja. Und jetzt da warst du aber auch irgendwie. Wird schon immer besser. Da warst du aber nicht so. Da warst du, glaube ich, gar nicht in den Punkten bei China. Nee, bei China war ich nicht. Ja, aber jetzt hier. Leute. Geil. Erstmal Punkte für mich. Zweiter Sieg für den Mike. Zweiter Sieg und du hast Punkte bekommen. Wir haben echt, dieses Mal war es wirklich auch Teamarbeit. Du hättest zwar als Zweiter bist du gestartet, du hättest zwar ein bisschen weniger Unfälle, dann wäre es richtig, richtig krass. Aber es war auf jeden Fall ein super Rennen von dir. Und wie gesagt, auch eine richtig, richtig geile Aktion hier nochmal zum Ende hin. Und da ist der Sieg. 1:05 Abstand. Sechster. Erster Platz. Nice one. Erstmal was trinken hier in der Hitze. Es ist halt wirklich so, muss man wirklich machen. Das ist ärgerlich, dass da wieder. Ja, zweimal Mercedes, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber Leute, die nächste Folge naht. Nächste Folge kommt wahrscheinlich Montag wieder. Und dann fahren wir in Russland. Bin mal gespannt, wie das da läuft. Ja, ob wir dann hier richtig reinhasseln, beide. Ob wir dann mal beide vielleicht auf dem Podest stehen. Bin mal gespannt. Ja. Gut, Leute, das war's. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ja.